Hallo und herzlich willkommen zu Teil 58 des Let's Plays GTA 4 mit Weakling-Praktikant Tommy. Und ich muss auch hier nochmal gerade die Geschichte loswerden. Also hier vor allen Dingen. Ich habe ja letzte Woche keine Folgen veröffentlicht. Mir ist meine Systemfestplatte abgeraucht. Das war sehr ärgerlich und unglaublich aufwendig, hier wieder so ans Laufen zu kriegen. Und ich hoffe, dass jetzt auch überhaupt alles so läuft, wie es laufen soll. Gerade die Installation von GTA 4 war nämlich... Also beim ersten Mal, als ich das Spiel installiert habe, war es ja schon fürchterlich. Also wirklich fürchterlich. Und, schöne Comprompa Francais. Oh nein, ich habe die Musik viel zu laut. Was ist denn hier der... Oh Gott, das ist, glaube ich, der Sprechsender, genau. Oh mein Gott. So, ich muss erstmal hier das Radio lauter machen, leiser machen. Das hatte ich, glaube ich, so auf ganz leise. Ich mach's mal ein bisschen lauter und versuche jetzt mal immer diesen WKTT-Sender auszuwählen, weil dann können wir hier mal ein bisschen... Oh, ein bisschen die Nachrichten hören. Das finde ich nicht uninteressant. Bin ich hier richtig? Ich glaube fast schon. Ja, sieht so aus. So, ich muss jetzt aber noch kurz loswerden. GTA 4-Installation war die Hölle. Das habe ich echt noch nie erlebt. Ich habe so viele Stunden versucht, dieses Spiel zu installieren. Ohne Worte. Wirklich. Letztendlich habe ich eine Datei installiert, die diese Games for Windows Live Notwendigkeit aus dem Spiel rausnimmt. Denn ich habe es anders nicht ans Laufen bekommen. Das ist so unglaublich, ne, wenn Riot... Riot... Rito ist immer schuld. So, wenn Rockstar oder Microsoft mir die Zeit wenigstens bezahlen würde, ja? Ich würde die gerne in Rechnung stellen. Aber nein, das tun sie natürlich nicht. Und deshalb muss ich leider auch darauf scheißen. Entschuldigung. Ja, weil eigentlich mache ich sowas nicht gerne, aber jetzt in diesem Fall habe ich das wirklich mit gutem Gewissen getan. So, und jetzt schauen wir hier, was bei Derek McReary abgeht. Da hinten liegt er, wenn ich mich nicht irre. Nee, doch nicht. Okay. Aber hätte ich ihm zugetraut. You're a man in this yacht for us, Nico. Aha. Is at this location. Also irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass mir gerade Content fehlt. It's caught in a Korean contact of mine into the country with a boatload of fake $100 bills. As long as the ones he's paying us with are real, it doesn't matter. I owe you an apology, Nico. I was dosed when you told me you killed Bucky and his boys. Yeah, you were out of it. I haven't felt safe since Aiden O'Malley went inside. Who's Aiden? Me, Bucky, and Aiden. We all cared about the same stuff. Came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago, then. Yeah, so Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talked. Couldn't see no other way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me to anyone who listens. I know how it feels to be betrayed. You got that look about you. Okay. Ah ja, das ist tatsächlich das Boot hier. Ich muss an den Radiosender denken jetzt. You Parks Boy? Yes, I Kim. You Derek? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear.
Eieiei. Okay, ich bin gespannt. Another immigrant arriving in this city, trying to make something of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Okay. What the fuck is this? Think I got a clue? Use our boat to shield Tim from these fuckers. I don't give a shit. Ja, dazu muss ich erstmal vor die kommen. Hallo, die sind genauso schnell wie wir. Ah. I'd rather swim home tonight than come back tomorrow and die for those notes. Ja, ich kann doch nicht schneller fahren. You've done it before, Nico! Check right, Nico! Oh mein Gott, der Heli wird doch mit Sicherheit auch mit denen zu tun haben. Und jetzt mit der rechten Maustaste zielst du mit dem Raketenwerfer. Ja, das ist ja meine Spezialdisziplin, ne? Ah, sehr gut. Alle Angreifer. Wo sind denn noch Angreifer hier? Okay. Mach ich. Ja, das war ja lust. Just say anything for a fix. I wouldn't know. Could be a coincidence anyway. Or fate. You sound like my mother. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich es gerade nur gedacht oder gesagt habe. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass wir das Boot vom Kim schützen sollten und letztendlich aber nicht schneller fahren konnten als die Angreifer. Das machte irgendwie wenig Sinn. Ja, got him here in one piece. That was a deal. Thanks, Nico. Thank you, Mr. McGarry. Not such a smooth journey. Yeah, got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. Ach, man. Ja. Ah, nice. Ja, war schön. Das ging besser, als ich vermutet hätte. Was? Ach. Ach. So, da ist ja schon wieder ein Auftrag für Derek. Also, das wundert mich jetzt doch. Oh nein, ich hab's schon wieder getan. Ich müsste den Radiosound eh noch lauter machen, um wirklich was verstehen zu können. So, und Bombi, es tut mir leid, wir haben ja gestern noch darüber gesprochen, dass ich nicht so viele Verabredungen machen sollte, aber ich muss jetzt leider nochmal die Kate McGreery anrufen. Das kann ich nämlich so nicht auf mir sitzen lassen, wie das beim letzten Mal lief. It's me, Nico. You wanna hang out? You're a fine one to call me after the way you've been treating me.
I know. Piss off. Ooh. Okay, I'll call back. Eieiei. Okay. Ja, gut. So viel dazu. Ja, das war ja ganz interessant letztes Mal. Ich hab die ja mit dem Motorrad abgeholt und dann einen Unfall gebaut, als sie drauf saß. Das fand sie irgendwie nicht so cool. Ja, sollte ich dann jetzt tatsächlich schon abspeichern? Machen wir eine kurze Folge draus? Krass. Warum ist mir das noch nie aufgefallen? Abgefahren. Ja, kurze Folge. Kurze Folge, würde ich sagen. Hatten wir auch lang nicht mehr. Obwohl, wartet mal. Ja, ich meine, ihr könnt ja eh ausschalten, wenn ihr keinen Bock darauf habt. Aber ich gehe jetzt, glaube ich, noch mit Roman aus. Denn bei dem waren wir jetzt in einem Zustand, wo die Sympathie schon von alleine runterging. Ja, und ich weiß... Ich weiß, ich brauche ihn nicht zwingend, aber... Hey Mann, es ist unser Cousin. Ich gehe mit dem was essen. Roger, how about we go eat something? Nico, I have missed these calls from you. Ja, seht ihr? I wait for you for one hour. I'll be with you soon, Roman. Ja, das kann man halt doch nicht. Da ist der. Interessant. Ne, ich meine, das geht doch nicht. Der Roman ist doch wie ein kleines Kind. Den können wir nicht alleine lassen. Wirklich nicht. Oh mein Gott. Ja, also das machen wir jetzt auf jeden Fall noch gerade und wenn da nicht in der Zwischenzeit noch irgendwie ein anderer Anruf kommt, dann bleibt es ja trotzdem bei einer kurzen Folge. Ah, der Verkehr ist aber wieder ordentlich heute. Eieiei. Okay. Ah. Und... Hier müsste er jetzt sein. Ja. Oh nein. Ah, Musik. Okay, ich glaube, ich mache wieder leiser, weil ich denke da nicht dran. Ich hoffe mal, dass das keine Probleme gibt. I was remembering the old country when we were children. It's a long time ago. A different world. Ach, hier ist direkt ein Restaurant, okay. Remember all those kids? Sure. Most of them are dead. Some, yes, but not most. What happened to Marco? I don't know. I lost contact. I think he went to Britain or to university. I don't know. What about Mila? Fuck you. Nico Balik still likes Mila Tadic. Give me a break. But Mila Tadic prefers Roman. It's a terrible love triangle. Screw you. She did. Many times. But trust me, cousin, she was no good. I think she was the town bike. It was like a cavern. Oh, disgusting.
Ja, schönes Gespräch. Okay, Cousin, let's have a meal here. I am no longer hungry, Cousin. That was good. Take me home. Alles klar. Warum ist denn da hinten noch ein Pfeil? Oder, nee, das, oh, doch, da, hä, das ist auch einer? Ach, das ist noch ein... This is just the place. I hear it is filled with girls. Nein. With low self-esteem. Nee, wir gehen, nein, wir gehen doch jetzt nicht. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Das war eigentlich das Letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte. As usual, one smell of the alehouse and Roman Bellic is about to vomit. Peace off! I can hold the drink. I'm a warrior. I'm an animal. Super, das hat geklappt. Oh, Halleluja. Where can I take you? Warum haben wir einen Zielort? Ach so, Roman wegbringen, ja klar. I want to go to Joliet Street. Here we are. Thank you. So, perfekt. Und mir wird jetzt schon wieder übel. So, Roman kriegt's gar nicht mehr hin, hier rüber zu kommen. Oh, Roman, bitte. Bitte! Schaff es, komm! Driving in this state? Das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich wusste, sobald ich in ein Auto steige, kann er vernünftig laufen plötzlich. We should hang out again soon. So, jetzt müsste doch auch unsere Trunkenheit eigentlich zu Ende sein. Ja, sehr gut. Ein Plus bei Roman, alles easy. Jetzt werde ich auf jeden Fall noch gerade die Musik wieder leiser machen, denn mit dem Radio, ich kriege das nicht hin, daran zu denken. Ja, so, okay. Ich bin eh mal gespannt, ich weiß noch gar nicht, was aus der Folge hier vor wird. Da lief nämlich leider in dem Treppenhaus, durch das wir da mussten mit der Schießerei, lief ein Kanye West Lied und das ist weltweit gesperrt. Ich habe jetzt einfach mal einen Protest eingelegt, weil ich das irgendwie dämlich finde. Ich kann ja nichts dagegen machen, dass das Lied dort läuft und ich hoffe, dass das durchgeht. Wenn nicht, kann es passieren, dass die Folge 57 irgendwann verschwindet. Aber ja, schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass sie das nicht tut. Ich sage jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder in Liberty City. Ich hoffe, dass hier jetzt alles geklappt hat mit der Aufnahme, aber auch das werdet ihr wahrscheinlich nur dann erfahren, wenn ihr das hier nicht gehört habt. So, Schluss damit. Macht's gut, bis bald, ciao.